Liebe Kinder, liebe Jugendliche, liebe Schwestern und Brüder im Herrn, ich darf Sie und euch alle ganz herzlich begrüßen am heutigen ersten Adventssonntag. Der erste Adventssonntag, er markiert den Beginn der Adventszeit und jedes Jahr aufs Neue ist die Adventszeit für uns alle wirklich ganz eine besondere Zeit, eine wichtige Zeit. Es ist der Beginn des neuen Kirchenjahres, wir machen uns neu auf den Weg, richten uns neu aus, nehmen uns vielleicht auch neue Vorsätze vor. Und natürlich ist jedes Jahr aufs Neue die Adventszeit die Zeit, in der wir uns vorbereiten auf das Weihnachtsfest, wo wir uns auf den Weg machen zum Geburtsfest unseres Herrn Jesus Christus, auf den Weg machen zur Krippe. Und die Adventszeit, sie ist wie kaum eine andere Zeit natürlich geprägt von vielen Traditionen, von Brauchtum, von vielem, was uns wichtig und wertvoll ist und das Gemüt auch entsprechend anspricht. Dieses Jahr 2020, es ist für uns alle ganz ein besonderes Jahr, ein herausforderndes Jahr. Die Corona-Pandemie bestimmt unser aller Leben. Und so ist in diesem Jahr leider vieles nicht möglich, aber vieles ist eben schon möglich. Und umso wichtiger ist es, dass wir den Advent eben auch intensiv begehen. Wie gesagt, manches geht nicht wie sonst. In unserer Pfarrei St. Felicitas war es über die Jahre hinweg immer etwas ganz Besonderes, die groß gestalteten Familiengottesdienste, 400 bis 500 Leute, die Sonntag für Sonntag gekommen sind. Unser Familiengottesdienst-Team, das die Gottesdienste toll vorbereitet hat, mit vielen Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, die entsprechende Anspiele gemacht haben. Das ist in diesem Rahmen dieses Jahr leider nicht möglich. Aber wie gesagt, anderes ist möglich. Und so ist es eben so wichtig, dass man Fantasie hat. Und so ist entstanden eine ganz tolle Idee. Wir befinden uns hier am Hirtenfeuer. Und werden jetzt Sonntag für Sonntag uns immer wieder hier versammeln können. Am Hirtenfeuer kommen unterschiedliche Personen zusammen. Zunächst einmal natürlich die Hirten, dann werden aber auch andere Personen kommen. Winzer und Töpfer, Vater und Sohn, ein Priester wird kommen, es wird kommen ein Soldat und ein Wirt. Und wir alle machen uns gemeinsam auf den Weg zum Weihnachtsfest. Also lassen wir uns nun überraschen, was wir am heutigen ersten Adventssonntag hier am Hirtenfeuer gleich sehen und hören werden. Jetzt ist wieder die Zeit, wo wir Hirten wieder vor dem Feuer sitzen und uns in Geschichten erzählen. Was haben wir Hirten da schon für unglaubliche Dinge erfahren? Von unserem einen Gott, der denen Gutes tut, die auf ihn hoffen. Ja, manchmal habe ich schon meine Zweifel an diesen Geschichten. Es soll einer kommen, der unsere Sehnsucht stillen soll. Mein Großvater hat mir schon davon erzählt und er hat sein ganzes Leben umsonst darauf gewartet. Und wir warten immer noch. Hallo zusammen. Komm, setz dich doch zu uns. Ich bin Töpfer und habe von Weitem gehört, dass ihr hier auf jemanden wartet. Bei dem Trubel, der hier gerade in Bethlehem herrscht, muss ich auf Kundschaft nicht lange warten. Guten Abend zusammen. Kann ich mich zu euch setzen? Natürlich, setz dich. Liebe Freunde, ich arbeite als Winzerin und freue mich endlich, ein paar zu treffen, bis ich Zeit füreinander nehme. Das klingt aber nach einem sehr hektischen Arbeitstag. Alle meine Arbeiter sind unterwegs zu ihrem Geburtsort, um sich in Liste eintragen zu lassen. Und ihr führt das Personal. Ja, das einen freut, das anderen leid. Arbeit allein kann es doch auch nicht sein. Jeder ist unterwegs mit seinen Sehnsüchten. Ich habe Sehnsucht nach Sicherheit. Ich möchte wissen, mit wem ich planen kann. Nach einem anstrengenden Arbeitstag sehne ich mich nach Ruhe und Erholung, nach Gemeinschaft, nach guten Gesprächen und Gemeinschaft. Und die Hirten, wir haben Sehnsucht nach unserem Messias. Mit Sehnsucht auf dem Weg zur Krippe. So lautet die Überschrift über den heutigen ersten Adventssonntag. Und so wollen wir nun ganz bewusst in die erste Adventswoche hineingehen. Uns überlegen, was für Sehnsüchte, was für Hoffnungen, was für Wünsche wir haben. Wollen, wie gesagt, ganz bewusst in diese Adventszeit nun hineingehen und diese Zeit nutzen als eine intensive Zeit, wo wir uns auf den Weg machen zum Weihnachtsfest.